Ja, die Magie senkt sich so langsam dem Ende. Na, wir schlafen erstmal. Ist natürlich doof, weil der Waldi jetzt gerade diesen coolen Zauber einmal hingekriegt hat. Einmal überhaupt. Ja, komm, dann machen wir den Nelvin auch voll. Bevor wir jetzt noch mehr verschwenden, dann. Dann chillt er ein bisschen an der Burg rum. Hat doch auch was. Okay, so, jetzt aber. Also, Waldi. Versuch's nochmal. Ich weiß, es ist schwierig. Ja, ich weiß, es ist sehr schwierig. Ja, Waldi, ich weiß, wie schwierig das ist, aber bitte. Ah, Waldi hat versagt. Boah, Waldi ist so ein beschissener Zauberer. Muss man ja mal wirklich so sagen. Und da ist er schon. Ach, einer wieder hier. Dafür mache ich jetzt hier so ein Bahai. Diese blöde Wurfsichel. Ach, jetzt hat es mal funktioniert. Jetzt wird er wieder ab. Jungs, macht ihn kaputt. Und Mädels. Sollte die letzte Runde für ihn sein. Und weggesammelt. 200. Ja, wo sind wir? Wo schauen wir gerade hin? Okay. Gucken wir mal um die Ecken hier. Es kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. So gar nichts. Muss hier nicht noch ein Schalter? Ein Teleporter? Was? Teleporter ist jetzt seltsam. Schauen wir mal. Und in einen Gegner rein. Nein! Ein. Okay. Cool. Ein. Spruchmund. Der Steinkopf fragt: Wie lautet der Name des Schläfers? Osama Bin Laden. Grüban. So hieß der. Nein, Grüban. So. Der Steinkopf sagt, der Schläfer ist erwacht, tretet ein. Okay, dann sind wir schon da. Aber hier gibt es doch noch viel mehr. Hm. Da ist er, der Grüban. Krasser Typ. Komm her, das ist der letzte Paladin. Können wir uns den angucken? Nee, wir können noch reden. Hallo? Ich sehe dunkle Wolken über Lyramium und weiß, dass meine Bestimmung in eurer Gruppe liegt. Bitte nehmt mich mit. Ja, du siehst, wir sind schon voll, ne? Hm. So schlecht ist sie ja nicht, ne? Jetzt müssen wir hier natürlich alles klauen, was sie hat. Ich finde das immer doof. Das Gemitar kann sie eigentlich behalten. Leere Fiole nehmen wir mal mit. Identifikation. Können wir mal zwei mitnehmen, wenn wir es mal brauchen. Ah, der Rest hier. Feuerstrahl, Feuerball. Eigentlich alles Bullshit, sind wir mal ehrlich. Ja, das Gold könnte sie vielleicht nochmal jemandem geben.
Traktion hat sie eh keine mehr. Ich mag das nicht. Ich mag das wirklich nicht. Wir reden nicht. Nein, 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 nein. Wir reden nicht mit dir. Wir reden gerade nicht mit dir. Wir reden mit uns selber. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen in Alien. Was, in Alien? So wahnsinnig. Ihr wollt, dass ich nur, dass ich die Gruppe verlasse? Nun gut. Ich gehe zurück nach Alien. Fragt in der Taverne nach mir, falls ihr mich wieder braucht. Och, das ist doof. Das mag ich nicht. Ja, komm. Ihr habt eine weise Entscheidung getroffen. Meine Erfahrung und Kraft werden für euch von großem Nutzen sein. In diesen Worten wird Grüber Mitglied eurer Gruppe. Ja. Heiliges Schwert. Ritterrüstung. Okay. Ist das denn wirklich so ein krasser Typ? So ein Kämpfer halt, ne? Attacke, Parade, Magie? Er kann ein bisschen Magie. Also geil ist der jetzt eigentlich nicht, ne? Ich meine, klar, als Kämpfer auf jeden Fall besser als Leona. Wobei die Geisterwaffe am Ende auch gar nicht mehr so schlecht war, aber ich meine, der... Ah gut, Lebenspunkte hat er richtig viel. Schutz ist auch gut. Schutz 30, heiliges Schwert, was macht das? Schaden 18, das ist... Was macht denn so eine magische Wurfaxt? 25. Ja, ist schon besser. Kann die auch ein Paladin nehmen? Ja, ne? Ja, natürlich. Okay. Ich hätte dann gerne so eine magische Wurfaxt. Zwergenaxt. Allein die Zwergenaxt ist ja schon besser, ne? Boah, 30. Grüber. Nimm die Zwergenaxt, ist mir egal. Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr Lyramion retten wollt. Eine Macht, die nicht von dieser Welt ist, steht kurz davor, Lyramion zu vernichten. Okay, wenn die nicht von dieser Welt ist, wo sind die her? Ja, dieser Asteroid oder was? Ja, was ist? Gibt's hier noch irgendwas? Hast du noch eine Truhe oder sowas? Ja, nicht wirklich, ne? Keine Truhe. Wie komme ich da wieder hier raus? Ein Teleporter, aber bevor wir da reingehen, möchte ich nochmal. Wie ist eigentlich. Ne, hier geht's gar nicht lang. Okay. Wie ist eigentlich hier. Die Leonaria hier rausgekommen? Habe ich das gerade schon gefragt? Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen zum Eingang. Da will ich aber gar nicht hin. Ich möchte mal schauen, was hier oben ist. Ne, ja, klar. Warte mal, bevor. Er kommt hier und er hier und er hier. Weil die können ja von unten eh überall kämpfen. Rüban, kannst du mal, das ist dein Wächter, kannst du dir mal sagen, dass er uns mal nicht angreifen soll? Können wir mal gucken, was kann deine Hand auflegen? Ach, der kann Heilung. Ich meine, ja, okay. Aber Heilung für einen Paladin? Das ist so ein krasser Krieger. Wann ist er denn dran? Ganz am Ende? Tja, dann zeig mal. Fünfmal kann er angreifen. Ja.
kriegen wir den diese Runde schon, wenn er fünfmal angreifen kann? Naja, ich denke schon. Hauen weg! Ach komm! Haut drauf! Ach, guck mal hier, ein Schaden. Und Nelvin! Und Waldi! Ach, das ist der Gegner von da oben, ne? Der ist runtergekommen. Der hat die Schnauze voll gehabt. Das hat ihm zu lang gedauert. Boah, dieses Drehen, das macht mich wahnsinnig. Wir müssen einmal nach rechts. Gut, aber wir wissen ja zumindest, dass hier auch keine Gegner mehr sind. Hier muss doch noch mal so ein Schalter sein. Ja, doch, genau. Okay. Ist das jetzt aufgegangen hier unten? Hier war doch irgendwas, was ein bisschen komisch aussah. Und das wäre symmetrisch, ne? Wir schauen nochmal nach oben, aber wenn nicht, dann ist das da aufgegangen. Ist das richtig? Nein, ich muss nach rechts. Und dann nochmal nach rechts, aber man weiß es ja nicht mehr. Doch, jetzt weiß ich es. Jetzt muss man aber nur so. Einmal umdrehen und dann werden wir wieder gedreht. Nein, wir werden nicht gedreht. Juhu. Okay, jetzt geht's nach links und nach rechts. Wir gehen erstmal nach links. Schauen mal hier rein. Hier ist wieder nur eine Kerze. Und hier ist auch wieder gar nichts. Okay, dann wissen wir aber, dass wir symmetrisch von dem anderen Teleporter jetzt hier nach rechts irgendwo müssen. Da, nee. Hallo, also wie, wo, was? Nein! Och, ich werde wahnsinnig. Ich gucke auf Karte. Links. Ich mache alles mit Karte. Aus. Das müsste jetzt hier unten sein, ne? Ich gehe mal zurück. Und hier müsste jetzt ein Teleporter sein. Ja, genau. Und der führt mich wohin? Ah, hier oben. Hier oben ist richtig. Okay. Hier wird wahrscheinlich wieder ein Teleporter sein oder sowas. Ja, ist auch okay. Einmal speichern, weil ich gerade gar nicht mehr weiß, was hier los ist. Hier ist eine Kiste, okay. Sonst noch was? Hallo? Ein Gegner oder so? Ich denke nicht, ne? Ne, eine Kiste. Der Ember Star! Cool. Okay, ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, was ich damit mache. Aber wir haben den Ember Star und Ember Star ist natürlich geil. Das ist ja der Vorgänger dieses Games. Habe ich einmal gespielt. Ich fand Ember Moon irgendwie immer besser. Wobei eigentlich tut sich da jetzt auch von der Grafik oder so jetzt nicht so viel. Ja, haben wir es denn jetzt? Ist jetzt alles hier erforscht? Ja, ja, hier war Grüban drin. Mehr war ja nicht. Okay. Ja. Dann haben wir das. Okay, cool. Ja. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen blöd, weil er gar nichts kann. Also zaubern ist echt nicht so sein Ding. Wir schlafen einmal hier im Sumpf. Schön im Sumpf. Sieht doch wirklich so, naja, fast. Hallo? Achso. Achso, jetzt habe ich gar nicht hingeguckt. Seit der letzten Rast ist noch nichts. Okay, nee, dann schlafen wir jetzt erstmal nicht. Tja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Also jetzt haben wir die einzige Mission, die wir jetzt groß hier haben noch, das ist das mit dem, mit der Tempel, also Tempel im Tempel der Bruderschaft.
Ich weiß aber auch, dass wenn wir da hingehen, noch nicht weiterkommen. Denn eigentlich müssen wir nochmal nach Spannberg, da in diese Höhle rein. Das weiß ich noch, weil ich es ja schon öfters mal gespielt habe. Ich bin mir nur nicht sicher, wann wir die Informationen dazu kriegen. Und dafür brauchen wir dann diese ganzen Diamanten und solche Sachen. Für mich ist immer gut, vorbereitet zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal nach Spandau. Ach so, das ist diese Wüste Heumon, glaube ich, hier. Oder was auch immer. Aber ich meine, hier war auch gar nichts. Einfach nur eine Wüste. Es gibt hier ganz viele Inseln, die eigentlich gar keinen Sinn haben, weil da auch gar nichts drauf ist. So gar nichts. Bevor wir in den Tempel gehen, würde ich mir trotzdem die Insel noch mal gerne anschauen. Machen wir so eine Lyramion-Sightseeing-Tour. Ist es das hier? Das wäre ein krasser Zufall, aber es könnte sein. Was steht denn da drauf? Auf der Steintafel können wir alte Runen erkennen. Okay, ihr wisst Bescheid. Ich muss kurz nachschauen.